Ich denke schon, dass KOMET gut gewappnet ist. Wir entwickeln jeden Tag neue Produkte. Wir versuchen jeden Tag besser als die Wettbewerber zu sein. Und ich denke, wir haben das richtige Personal, um auch da in der Zukunft die richtigen Produkte an den Markt zu bringen. Also im Bereich Reiber, der ganz große Vorteil von uns ist, dass wir ein sehr, sehr breites Produktspektrum haben. Wir haben modulare Systeme, mittlerweile Systeme mit Reibwendeschneidplatten. Wir haben vom kleinsten Werkzeug aus Vollhartmetall Produkte über den Monomax, Freemax, können wir einen Durchmesserbereich von 1 mm bis über 200 mm abdecken. Hier haben wir den neuen HPC, additiv gefertigter PKD-Fräser. Der Fräser, der ist modular aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Schneidenträger aus Aluminium. Wir haben einen additiv gefertigten Fräskranz, den wir mit Schrauben auf dem Aluträger befestigen können. Wir können durch die additive Fertigung die Schneidenanzahl erhöhen, was konventionell nicht möglich ist. Wir haben die Chance, auf einem relativ kleinen Kranz sehr viel mehr Schneiden einzubringen und können dadurch natürlich auch die Vorschübe beim Fräsen erhöhen. Der Fräser, der läuft aktuell mit bis zu 50 Meter Vorschub. Das sind Geschwindigkeiten, die konventionelle Maschinen oftmals nur im Eilgang fahren können. Das ist unser neuer HPC-Gewindefräser. Den HPC-Gewindefräser gibt es in der kompletten Baureihe in den verschiedensten Ausführungen. Der Vorzug vom HPC-Gewindefräser ist, er hat deutlich mehr Zähne, teilweise fast doppelt so viele Zähne wie das konventionelle Produkt. Dadurch habe ich zum einen eine höhere Standzeit und kann zum anderen natürlich auch ein Gewinde schneller herstellen. Das ist der neue Freemax. Das ist eine neue Baureihe im Bereich Reiben. Im Vergleich zu allen anderen Produkten am Markt haben wir hier die Möglichkeit, die Wendeschneidplatten frei zu wechseln. Das heißt, ich muss die Wendeschneidplatte nicht wie in der Vergangenheit auf dem Produkt schleifen. Hier bestelle ich einfach neue Wendeschneidplatten, schraube sie dann drauf und kann sicher sein, dass die Reibdurchmesser stimmen.